Ja, sei gegrüßt zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Life After Nightfalls. Und im letzten Video habe ich ja das Spiel kaputt gemacht. Jetzt bin ich wieder hier im Hauptmenü und müsste eigentlich genau auf meinen Server. Ich hoffe, ich komme an irgendeinen Speicherpunkt oder so raus. Das wäre ja noch schlimmer, wenn ich jetzt da gar nicht mehr weitermachen könnte. Dann müsste ich nämlich einen neuen Server auswählen. Mein Server. Naja, mein Server ist ja auch nicht wirklich, ist ein Singleplayer-Server. Da ist halt auch nicht viel los, deswegen. Ach, guck mal hier. Hier sind wir erstmal sicher. Ah, Gott sei Dank, dass wir hier weitermachen. So, wir sollen jetzt nach Nützliches umgucken. Genau, was andere wegwerfen, können wir gebrauchen. Ja, die Störung ist trotzdem. Der fängt immer gleich an zu laufen, sobald man den Cursor, also sobald man links bewegt, ne? Aufheben. Haben wir gemacht. So, Adrenalinspritze. So, jetzt werden wir angegriffen von dem komischen Vieh, was hier rum. So, da haben wir unseren Hund sogar. Kommen wir hier raus? Ich glaube, wenn wir jetzt hier wechseln und dann die Axt in der Hand nehmen. So, dann müssten wir eigentlich hier durchkommen, oder? Durch die Tür. Komm. Attacke. 20 von 20. Nein, da kommen wir nicht durch. Das war so klar. Oder wir wechseln wieder zurück auf den. Und dann können wir, glaube ich, da durch, oder? Ich hoffe. Aber er rennt ja auch da hinten durch. Da müssen wir hinterher. Hier müssen wir raus. Ja, aber irgendwie ist das noch nicht offen. Keine Ahnung. Da steht er gleich noch, dass er irgendwas gefunden hat. Wir haben alles eingesammelt, was geht. Ach, wenn wir zur Tür laufen? Flucht mit Ashley, alles klar. Müssen wir machen, so. Oh, das Vieh steht direkt vor der Tür. Sieht gar nicht so gut aus. Aber zum Glück kommt es hier nicht rein, weil es ist zum Glück ein Tutorial. So, hier müssen wir hinterher. Na komm. Ey, kann man hier nicht gehen? Das ist ja scheiße so. Hier kann man wirklich nur laufen und irgendwie kommen wir hier nicht durch. So, jetzt rennt er endlich los. Guck mal jetzt. Vorhin hat er sich ja gar nicht bewegt. So. Gut. Okay. Na gut, eine kurze Sequenz. Was passiert jetzt? Da kommt das Vieh an. Backt total im Boden rum. Sieht nicht gerade freundlich aus. Wir laufen weg. So wie es aussieht. So, laufen, laufen, laufen. Kriegen wir aber hin. Also laufen kann ich. Das werde ich aber noch auf der Reihe kriegen. Ich hoffe, mein Hund, der läuft auch einfach weg. Ja, hier waren wir schon gewesen vorhin. Und guck mal, das Vieh war direkt hinter uns. Wo ist jetzt? Okay. Den haben wir abgeschüttelt, würde ich sagen. Nochmal quatschen mit ihm. Eine weitere knappe Flucht. Bist du okay? Ja. Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, was... Das will ich... Nicht nochmal zu Gesicht kommen. Oh, hier ist zu gefährlich. Wir müssen einen neuen Weg finden, von hier zu verschwinden. Alles klar. Was sollen wir tun? Wenn wir ein Auto oder ein Helikopter hätten, jetzt können wir nur hoffen, dass wir Glück haben. Okay. Hinterher. Er wird wissen, was wir machen müssen. Ein Steinchen wieder. Wir können Steine sammeln. Aber jetzt aktuell nicht. Wir brauchen erstmal gut trainierte Beine, um einfach wegzulaufen. Hier geht's weiter, da geht's lang. Ja, wir können auch den Weg benutzen, also so ist es nicht. Wir müssen nicht unbedingt durchs hohes Gras. Oh, hier sind Leute. Sehr gut. Mark, Frank und Henry. Hört sich einfach nach ein paar anständigen Namen an. So, hier sind wir denn auch. Wir sollen jetzt mit Frank darüber reden. Machen wir. Freeze! Stehen bleiben! Nicht schießen, wir sind Menschen. Lass uns in Bewegung bleiben. Wir sollten kein der Infizierten berühren. Okay. Wir sind nicht infiziert. Siehst du, alles in Ordnung. Halt die Klappe. Ich bin nicht blöd. Auf euren Kleidern überall infiziertes Blut. Wir haben gegen sie gekämpft. Wie könnt ihr garantieren, dass ihr nicht infiziert wurde? Guckt mal sein T-Shirt an, Alter.
Okay, wir sind nicht infiziert. Überrede sie zum Zusammenarbeiten. Ich habe dir nichts mehr von zu sagen. Achso, nee, dann Zusammenarbeiten würde ich sagen. Na, hallo, ich klicke doch darauf. Zwingt mich nicht zu schießen, Gott zieht euch. Okay, wollen sie nicht? Dann eben nicht. Wo sind wir hin? Jetzt, ich gehe einfach weiter. Da ist ein Heli, den nehmen wir mit. Einsteigen? Geht nicht. Schade, schade, schade. Ja, wir sollen trotzdem überreden. Wenn du nicht abhaust, schieße ich. Wir können zusammenarbeiten. Zusammen von hier verschwinden. And what makes you think we want to help your sorry asses? Wieso sollen wir uns mit euch noch zusätzlich belasten? Wir können helfen, den Helikopter zu reparieren. Überredet sie zum Zusammenarbeiten. Alles klar. That's right. Entspannt euch, Kinder. Wir reparieren euch den Helikopter. We can do it ourselves. Das können wir auch selbst. Gemeinsam geht schneller. Er hat recht. Dann können wir noch vor Sonnenuntergang von hier weg und müssen uns keine Sorgen um die Infizierten machen. Fine. But your gun stays with me. Gib mir die Waffen. Dann können wir reden. Oh, ich habe nur eine Machete. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt einen von uns angreifen. Ach, das hat sich schon erledigt hier. Gut. Oh, ich drücke immer wieder auf den Scheiß-Knopf, ne? Ja. Müssen wir jetzt nochmal quatschen mit Sam? Ne, Frank, so hieß er. Oh, ich hasse das, ne? Geht ja mal gar nicht. Das macht das ja fast unspielbar. So, sprechen. Wir wollen unsere Waffen besser behalten. Hör mal, wir sitzen im selben Boot. Es ist für alle besser, wenn wir unsere Waffen behalten. Spiel keine Tricks. Behalte und repariert den Helikopter. Klar. Macht schon nichts. Sehe zu. Der Heli ist dort. Und wie können wir den reparieren? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie müssen wir jetzt, glaube ich, mit ihn hier quatschen, wie wir den Helikopter reparieren. Na komm. Ey, die Steuerung, ne? Hey, let's chat for a second. Muss dir etwas sagen. Ja. I need you to watch my sehr vorsichtig. Während ich den Helikopter repariere, wird Zeit, dass ich dir meine gute Waffe gebe. Aber denk dann, ziel damit nicht auf mich. Was soll ich jetzt machen? Füll deine Munition auf und lege Landminen, um die Straßen zu sperren. Okay. Landminen haben wir jetzt. Hier ist die Knarre. 00. Wo können wir Munition aufladen, auffüllen? Ach, da hinten ist... Okay. Nachladen. Gut, haben wir. Haben wir. Gut. Wieder raus, genau. So, was machen wir jetzt als nächstes? Landminen. Da hinten haben wir eine Kiste mit Minen, glaube ich. Genau, aufheben. Und hier sollen wir die Straße sichern. Machen wir. Ich will hier durch. Nein, nicht da. Was soll das? Aus. Nein, hier, guck, dahin. Wir müssen erstmal auswählen, glaube ich. Genau, so. Mann, ey. Geht aber gar nicht. So, hinten da. Wenn die nochmal wiederkommen. Denn... Oh, nee. Da kommt's auch schon. Hier müssen wir uns die Waffe auswählen. So, zack. Und Attacke. Huch. Das war aus Versehen. Ja, soweit so gut. Fortschritt Helikopter. Wir müssen jetzt erstmal Helikopter verteidigen. Und bestimmt ist nachher gleich wieder so eine fette Sequenz, wo ganz knapp ist, dass wir abhauen können. So, zack, nochmal. So, eine Landmine haben wir gelegt, aber irgendwie kommen die da gar nicht vorbei. Oder drauf. So, wir standen direkt daneben, aber uns ist nichts passiert. Das ist schon mal zum Glück. Helikopter gleich fertig. Sehr schön. So, weiter geht's. Zack. Fertig, verschwinden wir von hier. Alles klar, ich schieße noch einmal. Oh.
Nee, weg hier. Da lang. Zeig doch. Und guck mal, der andere Vieh ist auch schon wieder da. Nein, nicht. Ah, verdammt. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Schon wieder, ey. Guck mal, der Hund, denen ist auch nichts passiert. Gott sei Dank. Die Hand. Okay, Hust. Ist Hust alles in Ordnung? So rennen sie hier in Ordnung. Wir müssen überlegen, was wir als nächstes tun. Oh nee, nicht schießen. Verdammt. So, da guck mal, da so ein Fetter. Boah, Alter, ist der fett. Komm schon, schieß. Wo ist er jetzt? Ach, haben wir. Gut, sehr schön. Aber hier müssen wir lang, ne? Ja, glaube ich, ja. Boah. So. Da ist der Kollege, der ist einfach dran vorbei. So, sollen wir sprechen mit ihm? Die Hütte kommt mir seltsam vor. Was jetzt? Unsere Lage ist übel. Kein Helikopter, kein Kommunikationsgerät und am Ende am anderen Ufer ist ein riesiges Monster. Lass uns dieses Haus reparieren, dort Zuflucht suchen. Ich frage mich, wer hier ein Haus gebaut hat. Okay. Los, ich warte hier und beobachte die Straße. Warte, ich soll jetzt das Haus reparieren und er steht da nur rum, macht nichts. Okay, reparieren. Ah, wir brauchen Holz. Gut, alles klar. Axt. So, los geht's. Der Hund ist seltsam. Muss ich echt mal so sagen. Nee, so ein Holz kann man nicht mitnehmen. Wir können wirklich nur richtige Bäume fällen. Da, Baum. Rumliegendes Holz geht nicht. Das ist morsch, das kann man nicht benutzen zum Bauen. Und deswegen. Wie viel Holz können wir überhaupt tragen? Bis Inventar voll ist, wa? Also wenn wir 20 Bäume im Rucksack haben, dann. Denke ich mal, klingt das realistisch. So. Ich kann nicht weit. Doch, jetzt. Am liebsten wäre mir hier so ein langsames Bewegen. Also gehen bis zu. Also vom Gehen bis zum Rennen. So, halt je nachdem, wie stark man den. Ja, wie schnell man läuft, also weißt du, weißt was ich meine. So, jetzt hier noch ein Bäumchen, Holz plus 12, plus 12, plus 12. Ich denke mal, dann haben wir gleich genug. Wo ist denn jetzt das Häuschen? Wo habe ich mich verlaufen? Da kann ich auch in der Ego-Perspektive, würde mir glaube ich einiges einfacher machen. Und ich habe gerade gesehen, da oben ist ach, Steine brauchen wir auch noch. Ich hab gerade gesehen, da oben ist meine Akkuansäge. Oh Gott, was ist das für ein Hund, Alter. Ja, genau. So macht man das. Gut, wir brauchen Steine. Also die Spitzhacke ausrüsten. Haben wir ja gelernt, ne? Dann gehen wir zum nächsten Stein und kloppen drauf. Da. Den Stein können wir nicht. Wir können nur den Stein. Also, der andere Stein ist es nicht wert. Ist aber Eisenerz. Stein. Achso. Okay, weiter. Mehr Steine. Mehr Steine. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt können wir erstmal anfangen zu reparieren, bevor das gar nicht mehr wird hier. Reparatur. I'm gonna get the lay of the land. Meet me down by the riverbank. Hier kommt eine Tür rein. Nee, es ist trotzdem repariert, auch wenn keine Tür drin ist. So, alles andere, denke ich mal, ist okay. Nee, guck mal, hier müssen wir noch. Nicht nachladen. Reparieren wollte ich eigentlich. Da muss ich denn wohl von da außen nach. Da, genau. Gut, haben wir? Noch was? Der Weg zeigt da lang. Jetzt müssen wir wieder mit ihm schnacken. Was hat er denn zu erzählen? Graben? Oh, die Hoffnung ist dein Freund.
Lazarov. 2020. Ja, das aktuelle Datum, was wir jetzt haben. Offen. So, achso, hier haben wir. Konserve, Eisenerz, Holzstein, alles aufheben oder was? Alles aufheben. Gut, jetzt müssen wir mit ihm mal sprechen. Does that say Lazarov? Stand da Lazarov auf der Kiste? Ja klar, was ist? That name means an awful lot to me. He and I went through hell and back. A few times. Oh, wir sind schon einige Male durch die Hölle gegangen. Ich muss dir was erzählen. Hat es was mit Lazarov zu tun? Mm-hmm. Ja, Lazarov ist mein Partner. Wir wurden getrennt. Eigentlich war er mein Kamerad. Während des Infektionskriegs kämpften wir gemeinsam. Er hat mir das Leben gerettet. Ihr seid gemeinsam durch die Hölle gegangen? Nein, es war mehr als das. Damit schickte man uns auf eine Selbstmordmission, deren Ziel ich nicht kenne. Diese Mission sollte... Oh, jetzt habe ich aus Versehen überspringen. Wir errichteten unser eigenes Flüchtlingslager. Wir waren auf der Flucht vor der infizierten Armee und irgendwann wurde Lazarovs Familie festgenommen. Er suchte immer wieder nach ihm. Aber diesmal ist er zu lange verschwunden. Ich befürchte, ihm ist etwas zugestoßen und jetzt habe ich endlich eine Spur. Willst du ihn suchen gehen? Deswegen bin ich hier. Du bringst uns beide in Gefahr, wenn du das alleine machst. Sei vernünftig, Alesky. I guess you're right. This place isn't safe. Ach so, hier. Das war da gerade gesagt. You're right. Du hast recht, wir gehen erstmal zurück und schauen, wie wir das Haus besser schützen können. Let's head back up and batten down the house. Das ist recht. Hier ist nicht sicher. It's dangerous out here alone. Der Hund hängt hier halb in der Wand drin. Kann man machen. Was für ein Hund. So, wir müssen eine Tür reinbauen. Sonst, ach, guck mal hier, bauen, machen wir. Klar, guck mal, hier haben wir erstmal bauen veranlassen. Hier muss eine Tür rein. Nee, das ist der Holzfußboden. Achso, wir können den verändern, ne? So, Tapete, nein, verbessern, nein, Struktur. Gar nichts, alle. Bauen veranlassen, wir müssen erstmal bauen veranlassen. So, aber was sollen wir? Wir müssen erstmal das machen, was er uns sagt. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Hier erstmal, oder? Bauen veranlassen? Nee. Hä? Ich hab da drauf geklickt. Okay, jetzt können wir jetzt hier eine, würde sagen, Struktur. Alle. Wand, Boden, Tapete, Anhängerin. Wand. Tür gehört zur Wand? Ich weiß es nicht. Verbessern, Tapete, Möbel. Verteidigung. Die Tür heißt Verteidigung bestimmt, wa? Alle? Alle. Hey, Verteidigung? Wir haben nichts. Struktur? Auch nichts. Möbel? Auch nichts. Verteidigung? Auch nichts. Verbessern? Verbessern. Das wollen wir verbessern. Nee, geht aber nicht. Nö, leider nicht. Tapete? Warum sollte ich jetzt hier Tapete ranbauen? Das ist doch total bescheuert, oder? X. Irgendwie geht das nicht. Ach, ich muss erstmal mit ihm schnacken. Er erzählt mir erstmal, wie man renoviert, ne? Es scheint hier sicher zu sein. Erholen wir uns ein wenig und dann baue eine Tür für die Hütte. Dann zieht es sicher raus. Okay. Ach, siehst du, okay. Die Materialbank im Haus kann zum Herstellen eines Eingangs verwendet werden. Wo ist denn hier eine Materialbank? Halt, ich wollte ihn nicht schlagen. Es ist die hier, oder? Ja, herstellen. Eine Tür wollen wir haben. Herstellen Zeit 00. Keine Ahnung. Abholen. Aha, eine Tür zu bauen kostet keine Zeit. Wissen wir Bescheid? Die muss jetzt hier rein irgendwie. Bauen. Holztür. In Struktur. Also war ich richtig mit Struktur. Und platzieren. Ach hier. Den Haken. Passwort eingeben. Nein, wollen wir nicht. Oder doch? Muss ich, wa? Reicht das jetzt? Ja, ne? Wenn ich jetzt auf X... Dann ist die Tür weg. Muss ich ein Passwort eingeben? Was denn für ein Passwort?
Warte mal. Bin mir auch nicht sicher, wann wir Passwort eingeben. Was machen wir für ein Passwort? So. Haben wir, natürlich. Jetzt haben wir bauen verlassen. So, Tür haben wir, Passwort und Berechtigung. Okay, Tür öffnen. Also wenn man jetzt nur noch so durch die Tür kommt, ne? Dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Die Tür hätten wir auch von außen, glaube ich, anbauen sollen, oder? Passwort und Berechtigung. Ohne Pass? Pass nötig. Ohne Pass. Gut, haben wir. Okay, alles klar. Jetzt haben wir das gebaut. Jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Was sollen wir hier machen? Du besitzt eine Chance. Okay. Ach so, dass wir... Ja, okay. Ich hab's verstanden. Eisenerz. Nochmal Eisenerz. Steine kriegen wir jede Menge, aber ich habe eine Chance, Eisenerz zu kriegen, wenn ich Steine kloppe. Das habe ich schon mal verstanden. Gut, Stein. Stein, Stein, Stein. Und hier wieder zurück. Wo sollen wir jetzt hin? Ach, hier ist noch mehr. Alles klar. Darum geht's. Dass wir jetzt jede Menge Steine sammeln, damit wir das Haus, glaube ich, nicht vom Holzhaus zum Steinhaus bauen. Was haben wir hier noch? Hanf. Hanf ist gut. Nimm mal mit. 13 von 21 Rucksack. Irgendwann können wir bestimmt einen größeren Rucksack basteln. Das wäre nämlich auch nicht verkehrt. Das wäre nämlich super. Wir sollen hier aber irgendwas machen noch. Mann, ich will die Ego-Perspektive. Das ist scheiße. Das sammeln wir auch. Bären. Bären sind immer wichtig. Achso, sollten wir sogar. Wegen Essen. Wir müssen hier aber rein. So. Wir machen es nicht wieder. Ich hoffe, der kommt auch raus wieder. Kann ich mit dem interagieren? Nee, auch nicht. Bauen? Wir sollen da hin. Wir sollen da rein, oder was? Tür öffnen. Ja, guck mal. Wir sollen den hier benutzen. Hängt der Arsch drinne von dem Hund? Tatsache. Keine Ahnung. Ich lasse das erstmal so. Herstellen. Was stellen wir her? Waffen herstellen? Ein schlichtes Gewehr. Alles klar. Kriegen wir hin. Schlichtes Gewehr hergestellt. Ach, da brauchen wir denn Eisenerz für, ne? Logisch. Aber eingeschmolzen wird es nicht. So, abholen zum Tippen. Andersrum, tippen zum Abholen. Mhm, okay, okay, okay. Gut, hier haben wir Munition. Nachladen. Das schlichte Gewehr, genau, so. Wieder auffüllen. Nein, na. Achso, ja, ist klar. Ich sollte mal gucken, immer, was da abgeht. So, Tür öffnen. Ich habe jetzt hier so eine Knarre, wie du hast. Ist die Waffe fertig? Die Waffe ist fertig. Wunderbar, das sollte genug Verteidigung sein. Ach so, ich dachte jetzt hier fett die Stacheln um das Haus rum und so weiter, damit die Zombies nicht mehr rankommen. Was sollen wir als nächstes tun? Nachdem wir jetzt einen sicheren Stützpunkt Waffen haben, können wir unsere Sicherheit einen Moment genießen. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir immer noch Sorgen um meinen Freund. So, in Ordnung, er hat eine Nachrichtenkiste dagelassen. Ich werde sie mir ansehen. Vielleicht finde ich dort Hinweise. Du hast recht. Schauen wir uns erst einmal um. Machen wir. Hang on, I hear something. Wir schauen uns erst einmal um. Ich schaue mich mal hier um. Ein Steinchen wieder. Guck mal, die können wir wieder zerkloppen. Och nein, ehrlich. Look, there's an opening. Nein, nicht die Machete. Ich will hier die. Looks like there's a shelter inside or a massive underground. Da ist jemand drin. Anscheinend ein Mann erlebt. Gut. Okay. Ein Mann erlebt. Ja, jetzt ist es dunkel geworden sogar. Ach, guck mal, meine Gesundheit ist voll am Ende. Ich sollte mir ein Medipack geben. Oder hier, Dosenfutter ist gut. Ach stimmt, Hunger habe ich ja auch immer. Verbandzeug. Hat nicht Feber. Doch, jetzt. Alles klar. Sie lebt nicht. Sie wird bestimmt gleich aufstehen und uns angreifen. Aber ehrlich. Sterbender Wissenschaftler. Sprechen.
Who's there? Wer ist da? Oh, fremde Gesichter. Ihr habt wohl eines der Experimente überlebt. Wer bist du? Me. Ich bin jemand, der stirbt. Nein, ich bin jemand, der den Sinn des Lebens verstanden hat. Was machst du hier? Wir haben hier das Leben entdeckt. Nein, lass es mich in einfachen Worten ausdrücken. Wir haben untersucht, wie das Virus die menschlichen Mutationen beeinflusst. Aber dann sind die Experimente außer Kontrolle geraten und lebende Menschen mutieren. Dadurch wurden sie allerdings noch schöner. Du hast an Menschen experimentiert? Ja, einer hatte das Glück, besonders stark auf das Virus zu reagieren. Das Virus macht ihn stärker und größer, er sah schrecklich aus. Den Namen dieses Kerls werde ich nie vergessen. Lazarov. Oh, mit dieser Erinnerung werde ich die neue Welt betreten. Danke. Heimdall. Nee, Heimdall. Lazarov? Lazarov? Say it again. Did you say Lazarov? What did you do to him? Du hast Lazarov gefangen? Wo ist er? He transcended. The virus transzendiert? So much more. Es war das Virus, das ihn überstiegen ließ. Er ist jetzt draußen. Er ist frei. He is beautiful now. Ich denke, du hast ihn vielleicht getroffen. Er ist wunderschön. Pure. Mit einem weit geöffneten Mund und einem Körper, der er rumschleppen muss. Ich werde auch meine Freiheit finden. Heimdall. Verliert den Atem? Lazarov. Ist er gestorben, oder? Nee. Ah, ich glaube, der stirbt gleich. Auf jeden Fall macht er nicht mehr. Okay. Oder nicht okay. Sollen wir uns hier weiter umgucken? Das ist ja ein riesiges Labor hier. Just leave me alone for now. Laborschranktür, da gehe ich mal hin und vielleicht findest du im Labor Hinweise. Ja, hier eine Schranktür. In der Nähe gibt es viel zu entdecken. Sei achtsam, um zu überleben. Okay, hab dich. Kann ich da jetzt... ich möchte da gerne interagieren. Geht das nicht? Ach, guck mal, muss ich aufballern, glaube ich, ne? Nö, geht nicht. Ja, gute Frage. Was machen wir? Wo müssen wir hin? Ach, jetzt sind wir im Kreis hier ran. Okay. Zum Glück zeigt er uns nochmal den Weg an. Hier ist noch was. Hallo, was ist das? Noch eine Laborschranktür. Da ist was drin. Nehmen. Aufheben. Ah, guck mal, so funktioniert das. Also Türen kriegt man so nicht auf. Man muss Türen immer aufschießen. Sonst kommt man nicht ran. Und hier haben wir nochmal Vorräte. Nochmal Verbandszeug. Aufheben, aufheben. Gut. Und, huch, ich komme da mal automatisch rauf. Ich muss mal gucken, ob man die Tastenbelegung irgendwie verändern kann. So, hier haben wir Radio. Sprechen. Kaltes Gebiet. Was soll ich das jetzt hier alles? Was soll denn das? Fortuna 101, wir haben ein Notsignal erhalten. Hier ist Fortuna 101, wir haben ein Notsignal erhalten. Hör zu, wir wollen, dass du dich an einen hohen Punkt begibst und das Ortungsgerät aktivierst, damit wir ein Fluggerät zu deiner Rettung schicken können. Ach übrigens, bring bitte nicht so viele Gegenstände mit. Es geht um die Sicherheit des Fluges. Du verstehst. Wiederhole, begib dich an einen höheren Punkt und aktiviere das Ordnungsgerät und nicht zu viel Gepäck. Wiederhole, begib... Achso, ja, alles klar. Irgendwann ist ja auch mal gut. Ich hab's ja verstanden. Radio. Sollen wir jetzt was machen mit dem Radio? Nein. Habe ich gerade Schaden erhalten? Nee. Kann ich meinen Hund irgendwie verarzten? Geht auch nicht. Also sollte der nämlich... Es ist kalt, glaube ich, oder? Oder was ist sein Problem jetzt hier? Keine Ahnung. Wir sollen zu ihnen. Alles okay? Oh ja, es geht mir gut. Was ist los? Ich habe ein Rettungsteam erreicht. Wir müssen eine hohe Position finden, von der sie uns abholen können.
Wirklich? Wir können von hier weg. Vielleicht, wenn wir alles gehen. Hörst du mir zu? Yeah. Oh ja, eine hohe Stelle finden. Okay, was noch? Anything else? Wir erinnern uns daran, dass wir nicht zu viel mitnehmen dürfen. Das dachte ich mir. Sie tragen nur eine begrenzte Last. Ich habe eine Idee. Wir müssen wir lassen ein paar Ressourcen hier. Wie die Kisten hier. Ja, vielleicht können wir so andere helfen. Wie Lazarov. Pack die Ressourcen in die Kiste und grab sie. Okay, das machen wir aber nicht jetzt. Wir machen mal in der nächsten Folge, weil wir haben nämlich schon Ende der Folge erreicht und ja, dann spielen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao.